Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Mhm. Ich hoffe, sie haben recht. Mhm. Überrascht. Ich will jetzt erstmal wegen dem Orden. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Ja, durchaus. So, hier bin ich. Was wollt ihr? Ich habe aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Mm-hmm. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ja, stimmt. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Ja, klar. Ich höre zu. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich ja, zu 90%. Ich schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Mhm. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Sichi. Warum suchen die das, was bei Drachenblut? In Vergessenheit geraten ist, dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ja, ja, natürlich. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Ich gehe beim Drachentöten schon hart ab. Das muss man zugeben. Natürlich. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, den widerstrebenden Helden zu spielen. Entweder seid ihr ein Drachenblut oder nicht. Bin ich. Aber das werde ich bald genug mit eigenen Augen sehen. Sicher. Die Talmor sind hinter euch her. Warum? Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Ah, klar. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Zu 90%. Der Haken? Ja, na, wir sind... Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr... Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Also haben wir praktisch was gemeinsam. Wir töten Drachen. Wieso denkt ihr, dass Drachen wieder lebendig... Ich habe ihre alten Grabhügel besucht. Die sind lebendig. Vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen. Jetzt bin und ich gespannt. Diesen Drachen töten. Klar. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Okay. Wie habt ihr das alles rausgefunden? Das solltet ihr wissen. Ihr habt die Karte für mich besorgt. Den Drachenstein, den ihr für Farengar besorgt habt. Wisst ihr noch? Ja. Das war... Ihr habt also sehr am Anfang aufgepasst. Ich habe veranlasst, dass Farengar den... Sie habe ich nicht gesehen, habe ich nicht drauf geachtet. Ach doch, stimmt, das wo wir das Ding abgegeben haben. Ich sorge hinter den Kulissen dafür, dass die Dinge geschehen. Ihr seid ja auch schließlich hier. Stimmt. Ja, eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künishain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Ja, okay. Nach Künishain. Ja, hat's ja gerade schon gesagt. Sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Ja, hoffentlich. Lass uns einen Drachen töten. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Ich schau gerne zu. Das war zugegeben nicht das, was ich erwartet hatte. Ich denke mal, so dringend brauchte das Zeug nicht, oder? Ich habe, glaube ich, gerade bloß keine Blasenpilze dabei. Schreibfeder brauche ich nicht. Das Buch vom Drachenblut. Ja, gerne. Geht ja praktisch um mich. Jo. Die ist jetzt leer. Nein, den Dolch wollte ich nicht.
Aufstieg und Fall der Klingen. Weißt du was, ich gebe jetzt hier mal Waffen, den Dolch zurück. Den wollte ich doch gar nicht. Und dann wollen wir mal. Ich gehe dir einfach hinterher. Was auch immer ihr benötigt. Ich bin bereit. Da stapft sie davon. Okay. Nee, lass mal trennen, ganz ehrlich. Oh, Rodger, da soll ich einerseits hin. Ist die andere Quest überhaupt aktiv? Wahrscheinlich nicht. Ach doch, Drachenfriedhof. Es sollte also... Ach hier. Hier. Da war ich ja sogar schon. Na, ob da noch ein Drache lebt, da bin ich mir aber nicht so sicher. Okay, ich höre ihn kommen. Warum sind die gerade einfach tot umgefallen? Ich habe den Schatten gesehen. Ich habe doch... Nein, da solltet ihr nicht hochgehen. Ein Drache, er greift an. Ach so, und deshalb sind die gerade einfach umgefallen? Ich weiß nicht genau. Jetzt noch nicht. Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ja. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Ich habe ihn gerade gesehen. Da war wieder der Schatten. Er ist irgendwo hier. Da oben ist er. Na, den gönnen wir uns. Sollte doch grundsätzlich kein Problem sein für Drachentöter, wie wir sie halt sind. Ich weiß bloß noch nicht, wo ich offiziell hochkomme. Aber das sieht hier gar nicht so schlecht aus. Okay, der sieht schon mal alt und mächtig aus. Alduin? Aber ist Alduin nicht dieser eine Krasse? Ich habe von ihm gehört. Ich mach dem null Schaden. Achso. Ja, er weckt gerade einen. Aber dem kann ich auch Schaden machen. Ja, komm, dein Eiszeug, das interessiert mich einfach gar nicht. Boah, krass, wie er gerade so zusammenwächst. Voll geil gemacht. Ja gut, das... Ihr habt es geschafft. Das war jetzt irgendwie trotzdem sehr einfach. Ja, ja, das ist normal. Das passiert immer. Das war die Geburt eines Drachen. Und jetzt guck hin. Glaubt sie mir jetzt? Ja, es stimmt, nicht wahr? Ja. Oh ja. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Oh ja. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Alles. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Ah. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Ja, jetzt habt ihr mich, ne? Wenn die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Und mich glücklich machen. Ich hätte echt gerne einen Rum. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Diesen Alduin also. Wirklich? Wo? Hab ich? Ja, stimmt. Interessant. Derselbe Drachen.
Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Mhm. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ich glaube, Alduin ist der, ist dieser richtig krasse Drache, der die alle zum Leben erweckt. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Nee, habe ich noch nie gehört. Wir waren als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Mhm. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut. Aber so alt schaut sie noch gar nicht aus. Zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Ja. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Dafür bin ich da und zuerst dafür stehe ich mit meinem Namen. Wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Ja. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Die Talmoor... Nichts anderes. Wir wissen, wer die Talmoor sind. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Vielleicht ist es auch Rassismus gegenüber den Talmoor. Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer den Talmoor hätte sonst etwas davon? Ich will ja nichts sagen, aber es klingt schon ein bisschen sehr nach Aluhut. Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Ja, bestimmt. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Offensichtlich habt ihr das. Die Fraktion, die den Altmeribund. Wir wissen es ja eigentlich. Die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten. Ja, außer halt vielleicht Drachen, überlebt. Klar. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. So, dann haben wir hier alles durch. Aber sie ist immer noch Questgegenstand. Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Ja, und wie? Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmoor gelangen. Ach so. Und wie kommen wir da rein? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Werde ich tun. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Nee, die können auch besser werden. Was ich aber vorher mache, bevor wir nach Flusswald zurückkehren, wäre einmal hier. Das mit den Graubärten würde ich ja, wie gesagt, sehr gerne abschließen. Außerdem waren wir auch schon wirklich lange nicht mehr hier. Da wird das doch mal wieder Zeit. Moin! Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windruf. Jo! Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzusehen. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Ja, bitte. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Da. Doch. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Ja, habe ich vor. Voll cool. Hierfür. Hierfür muss ich keine Seele verschwenden. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Schreit doch nicht so. Was ist denn mit euch? Leute, ich stehe direkt vor euch, ihr braucht nicht schreien. Ich kann euch gut hören. Und warum blinkt das Ding da oben? Was tun sie?
Seid ihr dann jetzt bald durch? Dovahkiin. Ja. Ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Ja, ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst. Ja, habe ich abgeschlossen. Geil. Und weiter. Graubärte kann doch noch nicht vorbei sein, oder? Drachenblut? Nee. Ja, gefühlt. Ist hier nichts mehr, Alter. Wie viel wir schon abgeschlossen haben. Wir waren doch schon relativ fleißig. Das ist, nicht schlecht. Aber das kann es doch jetzt noch nicht gewesen sein. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Ja. Wir haben die traditionellen Grußworte einem Drachenblut gegenüber entboten, das uns als Lehrmeister anerkennt. Mhm. Dieselben Worte wurden benutzt, um den jungen Talos zu begrüßen, als er nach Hochrotgar kam, bevor er zu Kaiser Tiber Septim wurde. Okay. Ah, manchmal vergesse ich, dass ihr nicht wie wir der Drachensprache mächtig seid. Ja. Dies ist eine ungefähre Übersetzung. Er muss es mir aber auch voll unter die Nase reiben. Verfällt die Sturmkrone ohne würdige Stirn, auf der sie thronen könnte. Bei unserem Atem verleihen wir sie nun euch im Namen von Kühne, im Namen von Shor und im Namen des alten Atmora. Mhm. Nun seid ihr Ismir, der Drache des Nordens. Dies ist euer neuer Name. Ismir? Okay. Du, ganz ehrlich, dann habe ich jetzt einen neuen Namen. Ihr habt schon so viel. Sehe ich jetzt nicht so problematisch. Warum nicht? Eure Gabe keine Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Aber es gibt viele Worte der Macht in Himmelsrand, eingegraben in die Drachensprache. Sogar von hier fühlen wir die Tuum von ihnen ausgehen. Mhm. Es wäre ein guter Test, diese verlorenen Wörter zu finden. Oh ja, am liebsten alle. Fähigkeiten durch Erfahrung vertiefen. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit für die Suche seid. Ich bin sowas von bereit. Warum sind die Schreine Drachensprache? Stimmt. Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. So. Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Toll. Habt ihr den Worte der Macht gefunden? Wir haben das Flüstern eines Wortes vernommen. Gebt mir eure Karte, dann zeige ich euch, wo ihr sein Echo findet. Und ja, komm, wir machen jetzt noch schnell alles durch. Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrotgar mit uns zu leben. Also, ich habe eurem Boss sein Horn geklaut. Fall, Drachenblut, klar. Ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Ihre Stimmen sind zu mächtig. Niemand, der nicht im Weg geschult ist, kann ihnen widerstehen. Sogar ein Flüstern könnte euch töten. Also, ihre Stimmen sind zu mächtig, als dass sie reden könnten. Er redet aber. Heißt das dann nicht eigentlich, dass er voll der Lappen ist? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum An... Obwohl dieses Geschenk... Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister so, hat der doch Stimme nicht. Werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Ich bin wir voll in meinem Yin und Yang. Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich
und die Anwendung der Stimme studieren. Hm. Ja, okay. Möge der Himmel euch leiten. Danke. Und euch der Boden. Ne, weil er ja auch da drauf läuft. Gut, dann haben wir das wohl erstmal abgeschlossen. Dann können wir ja doch weitermachen mit den Klingen. Sind ja sowieso schon in der Nähe. Da haben wir praktisch bloß einen kleinen Zwischenstopp gemacht. So, erstmal ab in die Kneipe. Da sehe ich mich. Genau hier und nirgend anders. Ich habe einen Plan. Okay. Ich gehe einfach mal vorne, das dauert mir sonst zu lang. Ach, hier könnte ich auch noch Sachen klauen. Schwerterklingen. Sieht tatsächlich sehr hübsch aus. Etwas Wein bitte? Kommt sofort. Ich will's haben. Sorry. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Ich, geh alleine? Das ist keine gute Idee. Warum? Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken. Aber euch... Also sie hat auch so ein Schwert. Also, sie hat noch eins. Alles gut. Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Okay. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Okay. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich euch eine Einladung. Ich weiß es nicht, aber ich finde ihn schon. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Sicher vertrauenswürdig. Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Ja. Dann müsst ihr Elenvens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Ja, du, das ist sehr einfach. Ich frage gar nicht weiter nach. Wir ziehen jetzt einfach durch. Hallo, hau ab. Lydia, bitte. Lydia. Hallo, Lydia. Ich. Oh. Danke. Geht doch. Oh, bitte halt die Schnauze. Auch Getränke. Oh, ich muss hier raus. Ich bin nur der Koch, Mann. Ja, ich weiß auch nicht, warum du mir hinterherläufst. So, dort oben. In Einsamkeit. Allzu satt. Schön, dass wir genau hier gleich rauskommen. Kommt herein, ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Ja, ja. Setzt euch und wärmt euch auf. Moin. Nord. Wirklich? Ja. Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ja. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Okay. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt, und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich also, muss los. Wir brauchen auf jeden Fall unsere Waffen. Keine Sorge. Alter, wir haben geiles Zeug dabei, ohne Scheiß. Ich brauche meine Pfeile. Möglichst alle. Ich brauche das Schwert. Ich brauche den Bogen. Die Stahlpfeile nehme ich auch noch mit. Den Rest können wir dann ablegen. Und halt praktisch einmal unsere komplette Rüstung. Den Rest
Wie gesagt. Lagern wir mal ab. Das. Ich gebe euch Deckung. Ihr seid mein Tarne. Also ja. Bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich brauche gerade einfach ein bisschen Schmeichelein. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Geil. Lydia, wirklich, du bist ein Engel. Der hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tarne ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Mhm. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Ah. So, jetzt haben wir ja auch mal alles durch. Dann mal los. Ja, genau, dann mal los. Ich bring kurz alles weg.